Ich kann's kaum abwarten. Heute ist der große Tag, an dem ich mit Billy und Ukri experimentieren werde. Hey, Doktor, kommen Sie schnell rein. Ich habe schon alles vorbereitet. Können wir jetzt anfangen und die Herzen vertauschen? Oh, hier haben wir einmal Ukris Herz rausgerissen und einmal Billys Herz rausgerissen. Und jetzt werden wir die zwei Herzen vertauschen. So, dann kommt das einmal hier rein und zack, und das Herz kommt hier einmal bei Billy rein. Was wird jetzt bloß passieren? Lass uns schnell verschwinden. Schnell verschwinden. Das, was wir hier tun, das dürfen wir gar nicht. Komm mit. Schnell raus aus dem Krankenhaus. Was passiert hier? Leute, wo bin ich hier? Ukri? Warte mal, Ukri? Was machst du hier? Warum sehe ich mich selber? Billy, was machst du da? Einen Moment, ich verstehe gar nichts mehr. Hilfe! Leute, wo sind wir hier? Wer hat uns hier reingebracht? Wo bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Warum sehe ich mich selber? Warte mal, Billy, bist du das hier vorne? Ja, ich bin's. Aber warum sehe ich so komisch aus? Und warum siehst du so komisch aus? Einen Moment mal, wie sehe ich denn aus? Ah, warum sehe ich aus wie ein Pupsklotz? Warum sehe ich aus wie ein blauer Schlumpf? Einen Moment, was geht hier ab, Billy? Lass mich schnell hier raus. Was passiert hier? Oh nein, ein Unwetter. Freunde, was ist passiert? Wo sind wir hier? Was ist das hier für ein abgeranztes Krankenhaus? Okay, ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass irgendein Arzt oder so, ein verrückter Doktor, daran kann ich mich erinnern. Der hat uns doch eingesperrt, weißt du noch? Oh nein, ich kann mich auch erinnern. Oh, der war das bestimmt. Oh, der hat das zu... Nein, wir müssen schnell zu unserer Familie. Billy, komm mit, lass uns wegrennen. Oh Mann, hier ist ein Unwetter. Was ist hier für ein abgeranztes Krankenhaus gewesen? Oh Mann, Ukri. Jetzt ist einfach unser Körper getauscht, oder was? Was geht hier ab, Junge? Ich will nicht Ukri sein. Ich will auch nicht Billy sein. Oh Mann, was passiert denn jetzt? Keine Ahnung. Lass uns schnell zu unserer Familie, ob es denen gut geht. Okay, komm schnell mit. Oh Mann, schnell, 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 Billy. Freunde, es kann doch nicht wahr sein. Ich bin jetzt einfach Billy. Was passiert hier, Leute? Ihr müsst uns unbedingt helfen. Lasst ein Like und ein Abo. Ja, wir müssen uns zurückverwandeln irgendwie. Oh nein, oh nein, oh nein. Hat der Doktor auch irgendwas mit unseren Familien gemacht? Schnell dorthin. Okay, ich gehe jetzt einfach mal in mein Haus rein. Ich hoffe nicht, dass meine Familie komplett ausrastet, wenn die mich so sehen. Oh Mann, Leute, kann ich mich überhaupt noch blicken lassen? Ich meine, ich sehe einfach aus wie ein Pups und ich muss die ganze Zeit... ich muss die ganze Zeit pupsen. Das kann doch nicht wahr sein. Hallo, Familie, seid ihr zu Hause? Hallo, dir, wie geht's dir? Billy, was willst du denn hier? Ich frage mich schon die ganze Zeit, wo Ukri ist. Gut, dass du hier bist. Schau mal oben in seinem Zimmer. Was ist denn oben in meinem Zimmer? Ja, was meinst du? Ja, schau mal, wie dreckig es ist. Alles voller Spinnnetze. Der war schon lange nicht mehr zu Hause. Aber, dir, ich bin Ukri. Warte mal, was, Billy? Jetzt machst du dich darüber lustig, dass Ukri die ganze Zeit schon weg ist? Wir vermissen ihn schon. Oh Mann, jetzt geh mal ganz schnell hier wieder raus aus dem Haus. Hä, was soll das? Aber... wo ist Papa? Wo ist Papa? Oh nein, kleines Ukri-Baby, ich bin dein Papa. Du bist nicht mein Papa, du bist ein dicker Pup, du mir auch nicht. Hä, nein, ich bin dein Papa, Ukri. Nein, bist du nicht. Ich weiß, dass du Billy bist, tu doch nicht so. Oh, warum glaubt ihr mir denn nicht? Also jetzt reicht's, jetzt machst du dich darüber lustig. Nee, jetzt verschwinde aus dem Haus, so raus mit dir. Billy, was machst du hier? Weg aus dem Haus, was machst du im Haus, du verrückter Spinnermann. Fast ein Stalker, Alter. Oh, Ukri, Baby, keine Sorge, Papa kommt wieder zurück. Ey, was soll das, Mann? Oh, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Da, lass mich in Ruhe, ich bin wirklich Billy, ich bin wirklich Billy, du musst mich durchschlagen. Oh Mann, warum glaubst du mir nicht? Da hinten ist ja Ukri. Was macht der bei Billy? Ihr wollt uns doch alle veräppeln, oder? Nein, wirklich nicht, ich bin's wirklich, Ukri. Oh Mann, jetzt reicht's mir. Komm her, jetzt zerstöre ich dich. Billy, du kleiner Fiesling. Ich bin's nicht, Billy. Oh nein, abhauen, abhauen, abhauen. Ah, Hilfe. Sieh schnell. Oh Mann, dir, das war doch ein Missverständnis. Freund, was machen wir jetzt? Billy, Hilfe. Meine Frau dreht auch durch. Oh Mann, keiner glaubt mir, dass ich Billy bin. Oh Mann, Ukri, du bist so hässlich. Warum muss ich in deinem Körper sein? Das musst du gleich sagen, Mann. Oh, das war nochmal knapp. Oh Mann, Ukri, das ist sehr schrecklich. Ukri, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr ein blauer Schlumpf sein. Und ich kann kein Pupshaufen mehr sein. Du musst ja den Pupsi machen. Ja, deswegen dir. Dein Körper ist verrückt, Mann. Der besteht ja gefühlt nur aus Pups. Weil du immer Pupsi gegessen hast. Es stinkt alles hier. Ich kann nicht mehr. Freunde, das ist das schlimmste Ereignis, was mir je passiert ist. 2024. Oh ja, und mir auch. Ich will nicht mehr ein blauer Schlumpf sein. Du kannst dich glücklich schätzen. Jetzt siehst du zumindest schön und attraktiv aus. Und alle Mädchen stehen auf dich, aber auf mich keiner mehr. Ja, ich hab gut. Okay, keiner steht auf mich. Guck mal, wie hässlich ich bin. Ey, was soll das heißen, Billy? Okay, wisst ihr was? Warte mal. Billy, wir haben was vergessen. Wir müssen doch noch zur Schule gehen.
Stimmt. Oh nein, oh nein, oh nein. Schnell zur Schule, sonst kommt es zu spät. Aber sollen wir nicht lieber schwänzen? Auf keinen Fall. Egal, dann bist du halt jetzt heute ich in der Schule und ich bin du in der Schule. So ist halt auch egal. Aber warte mal, Willi, du bist doch voll schlecht in der Schule. Einen Moment mal. Stehen geblieben. Willi, schreiben wir heute einen Test oder sowas? Nein, bestimmt nicht. Komm mit, schnell, schnell, schnell. Okay, ich komme ja schon. Oh Mann, Freunde. Wenn Willi einen Test für mich schreibt als Ukri, dann wird der doch voll schlecht enden. Okay, egal, komm, wir müssen schnell rein, wir müssen schnell rein. So, meine Kinder, da seid ihr. Warum seid ihr zu spät? Ihr wisst doch, ich bin heute euer Mathelehrer. Oh nein, Freunde, Schniepelkopf ist wieder unser Lehrer und er ist der schrecklichste Lehrer aller Zeiten. Leute, Herr Schniepelkopf ist der schlimmste Lehrer aller Zeiten. So, wie willst du uns mal verraten, warum du zu spät bist? Warum ich zu spät bin? Ja, ich hab hier meine Hausaufgaben, warte mal, schreiben wir heute einen Test? Ja, ganz genau. So, dann würde ich sagen, nimm mal dir mal schnell das Buch von Orksi. Orksi, gib mir schnell den Test. Okay. Oh Mann, Ukri, konzentrier dich doch. Lea ist auch hier? Ja, ich werde eh die beste Note schreiben, ich sag's dir. Stimmt, Ukri, eigentlich bist du auch voll gut in Mathe. Okay, dann ja, ich bin gut in Mathe, nicht so wie Billy. Hey, warte mal, das ist doch Billy, das macht keinen Sinn. Okay, Freunde, ich dreh durch. Warte mal, fängt der Test schon an, oder was? Seid leise dort hinten, die Leute. Der Test hat schon angefangen, ihr habt 10 Minuten Zeit. Nur 10 Minuten? Oh nee, Freunde, wir müssen schnell die Aufgaben lösen. 10 plus 15. Leute, ihr müsst mir in den Kommentaren helfen. Lasst alle Like da und Abo, damit ich diesen Test hier einschreibe. Was ist 10 plus 15? Oh, ich weiß es. Es ist 24. Nein, 25. Jetzt ist es richtig. Okay, was ist 2 mal 4, Leute? Jetzt in den Kommentaren abstimmen. Ihr habt immer Zeit, Leute. Stoppt das Video und schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. 2 mal 4 ist 8. Boom, Leute. Ich bin der Beste in Mathe. 3 mal 3 ist 9. Zack. 5 plus 2 plus 1 ist 8. Bam. Let's go, Leute. Ich bin der Beste. Und was ist das hier für eine Aufgabe? Martin hat 2 Brote und bekommt 3 Schinken dazu. Wie viele Schinkenbrote kann er sich zu essen machen? Also mit 3 Schinken und 2 Broten kann man eigentlich theoretisch die Brote in 2 Hälften machen. Und dann kann man 3 Schinkenbrote machen und man hat ein Brot ohne nix. Passt, oder, Leute? 3 also. Außer es ist so abgesehen, dass man... Ja, okay, egal. Ich gebe einfach 3 ein. Leute, es muss richtig sein. Man kann die Brote in die Hälfte... Oder was meint ihr, Leute? Was ist das Richtige? Ist es 3 oder ist es vielleicht auch nur 2? Hat ihr nur 2 Brote? Keine Ahnung. Egal, Freunde. Zack, es gibt wahrscheinlich mehrere Lösungen oder so. Ich bin fertig. Ach, so schnell? Billy, du bist doch sonst nie so schnell fertig. Hey, oh, Billy, was machst du? Beeil dich. So, dann gib mir mal den Test einmal. Oh, ja, hier, zack. So, das schaue ich mir dann gleich direkt an. Also, Billy, dass du so schnell fertig bist. Oh, Ukri ist auch schon fertig. Ukri ist immer mein Musterschüler. Der ist so gut in Mathe. Warte mal, Billy, du hast meinen Mathe-Test geschrieben. Ja, und? Ich bin richtig gut in Mathe, ist doch klar. Oh nein, oh nein. Okay, Schüler, gebt alle einmal ab und später sage ich euch das Ergebnis. Oh, Freunde, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt einfach für Billy den Test geschrieben und Billy hat den für mich geschrieben. Das wird bestimmt eine 6. Oh Mann, wann kriegen wir endlich unsere Test fertig zurück? Oh Mann. Oh, meine Schüler, der Test ist fertig korrigiert. Und dich schaue ich ganz bestimmt an wegen einem besonderen Grund. Was ist denn, Herr Lehrer? Billy, ausragend, dass du mal eine 1 geschrieben hast. Das kommt wirklich nie vor. Das ist dein erstes Mal. Was? Ich habe eine 1 geschrieben? Warte mal, let's go. Billy hat eine 1 geschrieben? Wow, Billy, wie hast du das denn bitte hinbekommen? Hast du es gehört, Ukri? Ja, ich glaube, Billy ist echt schlau. Der schreibt immer eine 1, oder? Was redet der? Leute, Billy schreibt eigentlich immer eine 6. Ich habe das erstmal für Billy eine 1 geschrieben. Oh, das ist so cool. Und warte mal, was habe ich für eine Note, Herr Lehrer, Herr Schniepelkopf? Ah, okay, verstehe. Ukri, du bist heute sehr, sehr schlecht ausgefallen. Warte mal, was? Du hast nämlich eine 6 geschrieben. Nix war richtig. Ukri, was war heute los? Du warst doch nie so schlecht. Oh Mann, ich bin einfach nur dumm. Billy ist viel besser als ich. Hä? Warte, was soll das heißen, Mann? Das ist ja unfair. Ukri, wie kannst du bitte so schlecht sein? Warte mal, was? Oh Mann, ich bin so dumm. Ich schreibe immer eine 6. Hey, was macht das? Macht alles keinen Sinn mehr. Lea. Ja, Billy, du hast eine 1 geschrieben. Wie cool. Ich bin gar nicht Billy. Billy, geht's dir gut? Warum sagst du nicht, dass du Billy bist? Doch, das ist Billy. Der ist verrückt geworden. Was redet der? Oh Mann, der ignoriert ihn einfach. Der ist dumm. Hä? Was, Junge, was machst du? Bist du verrückt, Billy? Was redest du? Junge, jetzt lass mich mal einmal eine 1 schreiben.
Junge, was? Alter, jetzt geht's aber zu weit, ne? Oh Mann. Das war meine schlechteste Note aller Zeit in der Schule. Das war meine schlechteste Note, Leute. Oh Mann, was war das für ein Tag, Billy? Ich bin so traurig. Ich habe so eine schlechte Note geschrieben. Ich habe eigentlich voll die guten Note geschrieben, aber du bist ja ich. Oh Mann, das macht keinen Sinn mehr. Ja, wir können das lange nicht mehr durchhalten, aber irgendwie gefällt's mir. Ich meine, bei den Mädchen komme ich besser an. Ich muss nicht mehr die ganze Zeit pupsen und ich schreibe gute Noten. Hey, wie toll ist das? Hey, ist das dein Ernst? Ja, ich glaube, ich bleibe einfach du. Hey, das kannst du nicht machen. Bleib stehen, Billy. Billy, zeig mal deinen Test überhaupt her. Ich habe einfach eine 1 bekommen. Und was hast du bekommen? Zeig mal her, was du geschrieben hast. So, du kannst dir meine auch mal anschauen. Und weißt du, wie Mathe geht. Was hat der denn hingeschrieben, Leute? Warum habe ich eine 6 bekommen? 10 plus 15? Also, warum hat Ukri eine 6 bekommen? Was? Billy, warum hast du einfach die Zahlen da hingeschrieben? 1015? Das macht keinen Sinn. So funktioniert die Matheformel. Welche Matheformel funktioniert so? 2 mal 4? 2 und 4 ist 24. Junge, wie kommst du darauf, Billy? Bist du verrückt? Ja, ich dachte, das ist keine Ahnung, wie Mathe funktioniert, ganz ehrlich. Oh Mann, das macht doch alles keinen Sinn. 3 mal 3 gleich 33? Leute, er hat einfach die Zahl hier genommen und einfach nebeneinander geschrieben. Und hier auch 521 und hier einfach 2 und 3 genommen und 23 draus gemacht. Wie kann man aus 2 Broten und 3 Schinken 23 Schinkenbrote machen? Wie bist du verrückt? Keine Ahnung. Oh Mann, du kannst überhaupt nicht denken. Das ist nicht gut. Ich werde immer eine 6 schreiben ab sofort. Freunde, oh Mann, was ist bloß passiert? Wie können wir das rückgängig machen? Keine Ahnung. Oh, ich muss nach Hause. Aber wohin soll ich überhaupt nach Hause, wenn ich niemanden zu Hause hab? Junge, ich kann doch nicht bei Billy zu Hause sein. Da stinkt's richtig. Oh, ich hab voll das dicke Haus jetzt. Schau dir das an. Aber weißt du was, Ukri? Ich geh jetzt erstmal mal was anderes machen. So, tschüss. Ich komm später wieder. Hey, bleib stehen. Und was hat der vor? Wohin geht der? Warum geht der zu Nelly und Leas Haus? Was hat der bitte... Ey, einen Moment mal. Das schaue ich mir genauer an. Billy, der Verrückte, was hat der jetzt vor? Leise, Leute. Was macht der dort vorne? Klopft, der klingelt bei Lea und Nelly. Warum das denn? Oh, Mann. Hallo, mach die Tür auf. Oh, let's go. Oh, Nelly, Lea, was macht ihr denn hier, die beiden? Hä? Ist der verrückt geworden? Hey, der kann sich doch nicht einfach als mich ausgeben und da reingehen. Leute, einen Moment mal. Okay, Freunde, ich gehe da jetzt heimlich rein, so. Ukri, hallo, dass du hier bist. Wow, heute riecht sie ja besonders gut. Ja, ich riech immer gut, ist auch klar. Oh Mann, Leute, ich riech ja immer gut, aber Billy riecht nicht gut. Was machen die da vorne? Hey Lea, sollen wir vielleicht zusammen einen Film schauen oder sowas? Wie wär's damit? Ein Film schauen? Natürlich, aber warte mal, ich muss dir zuerst was Bestimmtes zeigen. Weißt du was? Ich hab nämlich einen Kuchen gebacken. Wow, ich seh ihn da hinten. Oh, lecker Kuchen. Wow, lecker Kuchen. Oh, ist das lecker. Oh, weißt du, was ich jetzt mache? Warte mal. Oh, Lea, schau dir das an. Oh, guck mal, was ich kann. Und... Was macht Billy dort als ich? Ist er verrückt? Hast du erst auf einen Kuchen gepuppt? Ja, das ist jetzt ein Schokokuchen. Schau ihn dir an. Sag mal, Ukri, was ist denn in dich gefahren? Was ist denn bitte los? Du hast erst auf einen Kuchen gepupst. Ja, das ist jetzt viel leckerer als davor. Ja, jetzt, Billy, reich's mal. Du bist gar nicht Ukri. Junge, hör auf, Billy, dich als mich auszugeben. Ja, Billy, was machst du hier? Geh mal lieber raus. Hä? Was soll das denn? Du stinkst voll. Oh Mann, Billy, du stinkst. Genau, jetzt geht ihr beide mal raus. Oh Mann, der eine pupst mir einfach auf meinen Kuchen und der andere kommt in mein Haus einfach so reingestürmt und pupst mir alles voll. Renn weg, Billy. Ah, Ukri, du hast mir alles versaut. Junge, du tust dich einfach als mich ausgeben und irgendwelche Kuchen anpupsen von Lea. Das ist nicht nett. Hä, warum? Das war voll lecker. Oh nein, war es nicht. Du hast einfach daraus einen Schokokuchen gemacht. Der war ganz am Anfang, sah der anders aus. Ach, Billy, hör mir zu. Jetzt kommst du mit. Du gehst jetzt nirgendwo mehr hin, okay? Du bleibst jetzt die ganze Zeit neben mir und wir suchen irgendeine Möglichkeit, wieder aus diesem Wahnsinn rauszukommen. Ich habe keine Lust mehr hier, von jedem gehasst zu werden wegen dir. Aber was soll das, Ukri? Ich bin doch immer nett. Ja, aber, Billy, du kannst nicht als ich. Nein, das geht nicht. Wir müssen zu Pilzi. Vielleicht hat der eine Lösung. Pilzi hat immer eine Lösung. Vielleicht hat der irgendeinen Trank, der uns zurückverwandelt. Dieser fiese Doktor, Junge. Wir müssen ihn finden. Wir brauchen ein Gegenmittel dagegen. Ja, okay. Ich habe auch keinen Bock mehr auf Ukri. Sag ehrlich. Ein hässlicher blauer Schlumpf. Billy, jetzt komm mit, Junge. Okay, gut, hier vorne ist irgendwo Pilzi in seinem riesen Pilzhaus. Freunde, ihr kennt doch alle Pilzi, oder nicht? Ah, da bist du ja, Pilzi. Endlich treffen wir dich hier. Was ist denn los? Was wollt ihr von mir? Wir müssen mit dir reden, Pilzi. Wir haben unseren Körper getauscht. Was soll das denn heißen? Ganz genau. Ich bin ein hässlicher Schlumpf und er ist ein schöner Billy. Und der riecht nach Pups so richtig gut. Und ich bin so ein hässlicher Schlumpf. Ich will das nicht mehr sein. Hä? Das macht keinen Sinn, Billy. Du bist schön, ich bin hässlich. Ah, nein, jetzt bin ich nicht mehr ich und ich bin viel schöner als du. Okay, wie du meinst. Also, Pilzi, kannst du uns irgendwie helfen, wieder der Alte zu sein, bitte. Ich verstehe das Ganze hier nicht. Das ist ja ein richtiges Desaster. Oh ja, das ist es. Was machen wir jetzt bloß? Hast du keine Lösung? Doch, aber
Ich kann euch die noch nicht geben. Hä, warum nicht? Bitte, Pilze, gib uns die Lösung. Es gibt einen Trank, der euch zurückverwandelt in euer altes Ich und eure Herzen wieder zurücktauscht. Wo ist dieser Trank? Ich hab den nicht, aber ihr könnt ihn oben auf dem Berg finden. Da müsst ihr aber ganz hochklettern. Was? Okay, weißt du was, Pilzi? Wir machen uns direkt sofort dahin. Danke dir, Pilzi. Okay, viel Spaß dir, Uki und Billy. Ihr schafft das schon. Aber das wird nicht so einfach. Das sind schlimme Monster. Warte mal, was hast du gesagt? Schlimme Monster? Nix. Ich geh mal zurück, mein Pilz aus. Tschüss. Okay, alles klar. Uki, komm mit. Oder, warte mal. Jetzt wäre ich selber schon verrückt. Ich meine, Billy, komm du mit. Oh, Mann. Ich komm ja schon, Billy. Warte, Uki. Oh, Freunde, wir werden langsam verrückt. Wir vergessen langsam, dass wir wer wie wir sind. Ich fang schon an, die ganze Zeit zu pupsen. Oh, es fängt nicht an. Es fängt an, Leute. Wir können uns nicht mehr kontrollieren. Nein. Wie sollen wir da hochkommen? Das ist unmöglich. Schaffen wir die Mals. Uki. Oder auch eher gesagt, Billy, wie schaffen wir das? Keine Ahnung. Oh Mann, was machen wir jetzt? Ich vergesse langsam ehrlich, dass ich in Wahrheit Uki bin, Mann. Das ist so verrückt. Und es wird schon langsam dunkel, siehst du das? Oh ja, ich seh's. Uki, wir müssen uns beeilen. Ja, das müssen wir. Okay, Billy, komm mit. Wir müssen da irgendwie hochklettern. Der ist riesig, der Berg. Was ist das hier vorne? Lol, schau mal, hier ist ein Helm und ein Schwert. Nimm das schnell mit. Das könnte uns vielleicht helfen, wenn er meint, da sind oben Zombies und Monster und sowas. Oh ja, das kann uns dann auf jeden Fall dabei helfen, die Monster zu besiegen. Komm, zieh den Helm an. Let's go. Okay, und jetzt würde ich sagen, lass uns ihn besiegen. Junge, was hast du da für ein Schwert? Feuerschwert. Und ich habe ein Eisschwert. Let's go, Billy. Wir schaffen das. Zack, bis ganz nach oben. Und let's go. Was ist das hier vorne? Leute, vielleicht können wir es irgendwie durch diesen Trick hier, durch diesen Parcours, schnell nach oben schaffen. Oh ja, das ist gut, Leute. Komm, wir müssen hier bis ganz nach oben klettern. Oh, komm schon, Billy. Schaffst du das? Schaffst du das, Billy? Ich schaff das auf jeden Fall, Uki. Komm mit. Let's go. Okay, sehr gut. Okay, Freunde, wo müssen wir lang? Links oder rechts? Ah, hier links, um die Mauer. Ah, aua. Alter, ich hab's überlebt, aber ich habe nur ein halbes Herz. Hast du vielleicht was zu essen? Schnell, bevor Monster kommen. Uki, hier. Ich hab was zu essen. Ich komm schnell ins Wasser rein. Schnell, nimm was zu essen hier. Schnell. Ich hab Steak für dich. Oh, danke. Oh Mann, ich bin einfach runtergefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Zum Glück habe ich es überlebt mit einem halben Herz. Das war echt knapp. Ich habe auch das Gefühl, als Billy bin ich irgendwie ein bisschen fetter und deswegen bin ich ein bisschen langsamer und sowas. Und nicht so agil wie davor. Oh. Ups, okay, das kann halt wirklich sein, weil ich habe ein bisschen viel Kuchen gegessen in letzter Zeit. Oh nein, nicht dein Ernst. Kein Wunder, dass es mir so schwer fällt, hier hochzuklettern. Ich kann schon nicht mehr. Billys Körper ist echt fett, Leute. Mit dem kann man nicht so leicht hochklettern. Komm mit, Billy, komm mit. Wir schaffen das aber. Let's go, ich bin oben. Ja. Ach, der ist so einfach mit dir, Junge. Du bist ja richtig sportlich, Uki. Oh, danke, Billy. Oh, zack, rüber da. Oh, hier ist eine Elytra, glaube ich. Was ist das? Feuerwerkraketen. Ja, damit können wir hoch. Billy, gib mir meine Elytra wieder. So, oh, sehr gut. Zieh die sofort an. Jetzt können wir damit hochfliegen. Oh ja, ich bin gespannt, wie es aussehen wird, wenn wir oben sind. Ich hoffe, da sind keine Monster. Wir müssen die Kiste ganz oben finden. Er meint, da ist irgendeine Kiste oder so und da ist ein Trank, der uns zurückverwandelt. Leute, wir schaffen das. Ich will nicht mehr Billy sein. Let's go. Woohoo, komm mit, Uki. Oder Billy. Leute, ich werde verrückt. Also ich kann es nicht mehr auseinanderhalten. Ich komme, Uki. Okay, und... Wow, ich lande hier oben. Okay, sehr gut. Warte mal, da vorne ist die Kiste. Ich glaube, da müsste der Trank drin sein. Uki, ich bin hier unten gelandet. Wo bist du, Billy? Billy, komm schnell nach oben. Oh nein, hier sind Zombies. Hilfe. Wieder sind Zombies. Warte mal, was ist das da vorne? Egal, lass uns dieses... Oh nein, die sind die ja schon. Ah, die schießen auf mich. Ah, Hilfe. Ah, oh nein, was machen wir jetzt? Oh, nimm das. Zack, runter mit dir. Oh, ich hab ihn vereist. Sehr gut. Ich kann die verbrennen mit meinem Feuerschwert. Mach schnell. Oh nein, Alter. Was machen die da? Irgendwelche Kristalle aktivieren die. Oh, nimm das. Runter mit euch. Die Kiste gehört uns. Ah, Hilfe. Was machen die? Was sind das für komische Monster hier oben auf dem Berg? Ganz, ganz verrückte Monster. Die können einfach so Kristalle und sowas erschaffen. Oh nein, weg mit denen. Billy, ich bin ein HP. Die sind richtig stark alle. Oh nein, Hilfe. Billy, du musst mir helfen. Ich helfe dir schon, Uki. Hast du sie erledigt? Komm mit. Oh, ja, alles gut, ich habe genug Essen. Okay, komm, wir müssen schnell die Kiste looten. Wir müssen zurückverwandeln. Ja, das ist unser Hauptziel. Komm schnell nach oben. Ich komme hier nicht mehr hoch. Oh, warte mal, ich habe hier meine Elytra. Und wuhu. Okay, komm, lass uns nach oben fliegen. Egal, lass die ignorieren. Ich nehme schnell die Kiste und zack. Ich nehme den Trank mit. Oh, und direkt weiterfliegen. Weg hier, Billy. Schnell weg vom Berg. Ich komme runter. Aua. Schaffst du es, Billy? Ich bin hier vorne. Komm schnell. Ich glaube, er hat es geschafft, oder? Billy, hier. Komm, lass uns schnell nach Hause fliegen. Okay, das ist perfekt, Freunde. Wir können direkt zu Hause landen. Oh, let's go. Wir können direkt zu Hause landen. Jetzt sind wir in City drin. So, weg damit. Ich brauche das alles nicht hier. Oh, stecken wir ein paar Pfeile drin? Zum Glück nicht. Ich sehe dich, Billy. Ich komme. Let's go, Billy. Und wir landen hier vorne. Okay, lande gut. Nicht daneben fliegen. Ja, ich schaffe das schon.
Oh Mann, Billy, ich hab doch gesagt, pass auf. Okay, Freunde, wir benutzen jetzt den Verwandlungstrank zurück, okay? Ey, Billy, jetzt reiß mir. Leute, lasst ein Like da und Abo, damit wir zurück verwandeln. Let's go! Schnell, Freunde! Okay, Leute, schnell. Liken, abonnieren. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, los! Ihr habt alle ein Like und Abo da gelassen, oder? Ja, habt ihr, oder? Okay, Freunde, ich will nicht mehr Billy sein. Komm schon, ihr müsst mir helfen. Und zack, wow! Billy, was passiert hier? Billy! Okay, Billy, nein! Wer bin ich? Boom! Es hat funktioniert! Freunde, ich bin wieder Okri! Ey, Billy, Billy, hör auf! Ich kann endlich unendlich viel pupsen! Pupsi! Oh Mann, das ist an alles, was du gedacht hast. Billy, geh runter von mir aus, Junge, geh zurück in dein Haus, pupse ich mein Haus voll. Ey, ich geh zurück zu meiner Familie, Leute. Ey, endlich in Ruhe. Endlich mal was Gutes, ja. Endlich hat sich das geklappt. Endlich hat sich gelohnt, Leute. Oh Mann, Billy, ich bin echt traurig, dass du das mitmachen musst. Was meinst du? Ja, dass du bist. Was soll das heißen? Ja, okay, nein, Spaß. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Billy, geh nach Hause. Ich gehe auch zu mir nach Hause. Und endlich, Freunde, sind wir wieder Okri. Ich würde sagen, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, falls ihr es noch immer nicht getan habt. Dann aktiviert die Glocke und checkt unser Merchandise ab oben in der Videobeschreibung. Ganz genau, da gibt es coole Merchandise mit mir, mit dem Lucky und Okri. Ja, ganz genau, Freunde. Also unbedingt oben in der Videobeschreibung mal abchecken. Da gibt es auch Autogrammkarten und alles noch dazu. Also, Freunde, abchecken. Und ja, drückt jetzt auf die nächste Folge hier vorne rechts. Drückt da schnell drauf, warte mal. Ich renne da vorne rechts rein und dann müsst ihr drauf drücken, okay, Leute? Ja, rennt schnell, rennt, Leute. Drück auf die nächste Folge. Schnell, let's go. Draufdrücken, okay. Ich habe ja schon draufgedrückt. Ihr habt noch nicht draufgedrückt. Leute, schnell draufdrücken. Endlich bin ich wieder ich. Endlich kann ich pupsen. Ciao, ihr seid die Besten. Das war eine schlimme Erfahrung, Leute. Das war die schlimmste Erfahrung 2024. Familie, ich bin zu Hause. Was geht ab, okay, Baby? Papa, endlich bist du da. Ciao, ihr seid die Besten.